Im Fall des vergifteten Ex-Spions hat die britische Militärpolizei in der Nähe von Stonehenge ein verdächtiges Fahrzeug sichergestellt. Im Dorf Durrington, etwa 16 Kilometer von Salisbury entfernt, wird ein Pickup untersucht, der dazu gedient haben soll, die Tochter von Sergei Skripal am 3. März vom Flughafen Heathrow abzuholen. Das Fahrzeug soll einem Freund von Skripal gehören. Die 33-jährige Tochter war 24 Stunden vor der Vergiftung aus Moskau angereist. Die Untersuchungen der internationalen Experten könnten Monate dauern. Offenbar wurden der Ex-Spion und seine Tochter mit dem Nervengift Novichok angegriffen.